Würden Sie denn Herrn Kosslick abends mal zum Essen einladen? Ich würde ihn gerne zum Essen in den Garten einladen, nicht nach Hause. Oh nee, der wäre mir zu anstrengend. Echt? Oh ja, der ist super Slow Food. Nein. Eher umgekehrt, ich würde gerne mich von ihm zum Essen einladen lassen. Also wenn er sagt, er ist so ein Foodie und so total drin, dann will ich doch lieber wissen, wie er so ist. Auf die Thesen von Dieter Kosslick hat im Vorhinein schon wieder eine recht rege Diskussion im Internet stattgefunden. Einer der Beiträge lautete zum Beispiel: Nur wer Wissen über das Produkt, seinen Ursprung oder Lieferantenwege hat, ist nicht nur in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, sondern vor allem in der Lage, das Produkt wertzuschätzen. Heute diskutieren wir unter dem Fokus, warum Essen politisch ist und gerade deshalb Spaß macht. Seine ganzen Leistungen in der Filmindustrie und für die Berliner Stadt möchte ich jetzt nicht im Einzelnen erwähnen, sondern Sie haben auch einfach einen Fashion-Mann mit Schal in der Rolle des Mädchen für alles. Das heißt in seinem Fall, er sorgt sich sogar auch um das, und deshalb ist er unter anderem auch hier, um das Catering. Und was gäbe es dann zu essen? Kartoffeln mit Ziegencreme und ein bisschen ganz, ganz viel Kräutern überbacken. Kalbsfleisch mit verschiedenen Gemüsen. Kurzum, Dieter Kosslick ist Vegetarier. Gut, da müssen wir umstellen. Da gibt es halt nur Kartoffeln, Mensch. Ich komme aus Baden-Württemberg. Und dort wird noch gekocht und wird auch gut gegessen. Meine Mutter hat jeden Tag gekocht. Trotzdem, wenn es etwas billiger gab im Supermarkt, dann stand man Schlange für das Schnäppchen. Für mich ist Essen total politisch. Mein Freund Hendrik sagt immer, wenn wir dreimal am Tag essen, dann entscheiden wir uns dreimal am Tag, wie diese Gesellschaft um uns herum aussehen soll. Wir alle reden ja davon, dass du mal irgendwie nur noch politisch korrekt essen darfst. Ich habe keine Ahnung. Ich esse immer dann gerne, wenn es Spaß macht. Spaßbremse Nummer eins beim Essen ist die Spekulation mit der Nahrung. Für die großen Nahrungskonzerne, die sogenannte Big Food und die Finanzindustrie ist Food ein Objekt der finanziellen Spekulation geworden. Begleitet von der spekulativen Versprechung, wir können die Welt ernähren. Dieses hat überhaupt nichts mit Spekulation zu tun. Dieses hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir unethisch produzieren. Glauben Sie, dass die Lebensindustrie dafür da ist, die Menschen unterzuernähren? Nein. Ich fand das auch sehr mutig von Herrn Engelke, dass er das gesagt hat. Ich denke, viele haben das so gedacht, aber nicht jeder hat sich geoutet. Welche von den folgenden Obst oder Gemüse hat denn wann Saison? Wissen Sie das? Soll ich die jetzt vorlesen? So eins nach dem anderen. Tomaten haben jetzt Saison. Vom Juni bis September. Der Feind der Vielfalt ist auf der ganzen Welt die Standardisierung. Sie ist für die industrielle Produktion notwendig. Aber was bewirkt sie im Bereich der Nahrung? Die Folgen sind Bienensterben, Verarmung der Biodiversität. Was haben wir international, wenn wir sagen, wir machen eine Fleischproduktion für die Welt? Das ist nicht möglich. Unser Fleischhunger hungert die Welt aus. Das System freier Markt, das seit Jahrzehnten verspricht, den Hunger auf der Welt zu beenden und als Ergebnis 1 Milliarde hungernder und falsch ernährter Menschen produziert, kann nicht stimmen. Ein unübersehbarer Teil dieses Systems ist die Überproduktion und ein unangenehmes Thema, der Müll. All das, was er sagen will mit dem, was er gesagt hat, was vielleicht nicht ganz zum Ausdruck kam, ist, dass das Ganze eine Frage der Ethik ist. Ich habe, meine Frau sitzt da, von daher kann ich das sagen, durch Zufall noch hat sie ein Kind bekommen, also haben wir beide ein Kind bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Jedenfalls haben wir ein Kind bekommen vor 10 Jahren. Ja? Als ich gesehen habe, was es an Schulspeisung gibt, da fiel mir, um im Bild zu bleiben, der Löffel aus der Hand. Und ich natürlich mit vollem Schwung bin ich in die Schule gerannt mit meinem Kollegen Thomas Struck und habe gesagt, warte mal auf, jetzt kommt mein Sohn Fridolin und wir reißen jetzt mal als allererstes den Schulhof auf. Wir nehmen diesen Asphalt weg, wir machen dort einen kleinen Schulgarten und dann können die Kinder das anbauen und dann könnten wir irgendwie so eine kleine Küche haben und dort könnte man das kochen und man könnte es sogar essen. Und man würde vielleicht diesen ganzen Kreislauf auch mal begreifen, in dem wir drin sind. Aber meine Damen und Herren, ich muss sagen, trotz unserem Schwung, unserem Elan, unseren fantastischen Argumenten ist jetzt ein Mühle-Dame-Spiel auf dem Asphalt. Ich informiere mich ja auch über Politik und sonstige Dinge. Also
Warum nicht dann über da, wo das Essen herkommt? Allerdings hilft es nichts, immer nur die Appelle an den Verbraucher zu richten und zu sagen, der Verbraucher entscheidet an der Kasse. Das ist sicherlich nicht völlig falsch, aber es ist so, dass in bestimmten Bereichen eine Regulierung erforderlich ist. Wenn Sie mal sehen, dass Ihre Verbände, ich rede jetzt nur von Metro und den beiden Gesamtverbänden, die hier auch heute Abend mit vertreten sind, einen Umsatz drehen von 360 Milliarden Euro im Jahr. Das sind 60 Milliarden mehr, als gestern der Bundeshaushalt eingebracht worden ist. Sie sind eine gewaltige Kraft. Sie können ein gewaltiger Motor sein. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir diese Gärten überall, nicht nur in der Schule machen, dass jeder seinen eigenen Garten macht, aber dass wir auch große Parks mit diesen Demonstrationen, das habe ich auch mal dem Michael vorgeschlagen, auch mit Hilfe der Metro und ihren Partnern machen. Ich glaube, dort zusammen mit der Lebensmittelindustrie ist die wirkliche Quelle der Veränderung für dieses System. Das sind unsere Kinder, wenn sie Bescheid wissen, wie Lebensmittel entstehen, wie man sie behandelt, nämlich mit Achtung, wie man sie verspeist und vor allen Dingen auch wie man sie kocht. Es geht bei dieser Frage, meine Damen und Herren, auch um das Menschenrecht auf Genuss. Und dafür, finde ich, sollte man jeden Tag kämpfen. Es ist mir eigentlich heute Abend erst klar geworden, dass es sogar hochpolitisch ist. Genau unter dem Aspekt, dass man durch seine Essgewohnheiten oder sein Essverhalten quasi in Anführungsstrichen Politik machen kann. Ich habe den intellektuellen Ertrag des gesamten Teams zu verkünden, die während wir hier geredet haben, darüber nachgedacht haben, wann eigentlich welche Pflanzen Saison haben. Und sei es nur, um zu erfahren, wann die Tomaten blühen und auch reifen, von Juli bis Oktober. Der Rosenkohl von Oktober bis März, die Heidelbeeren von Juni bis September, die Aprikose von Juli bis August, die Schwarzwurzeln nur von Oktober bis Februar. Und das Buffet bei der Mittwochsgesellschaft immer am Ende der Veranstaltung, nachdem der Applaus für Dieter Kosslick gekommen ist. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Es ist wunderbar, nicht voll vergorene Statements zu hören, sondern ein bisschen unausgegorene Statements. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es eine, naja, zumindest bisweilen hitzige Diskussion gab. Ich bin das erste Mal hier und bin begeistert. Ich begrüße insbesondere, dass sich Metro nicht scheut, hier auch sehr kritische Geister ins Haus zu holen. Essen ist neben Sex etwas, was man regelmäßig tut oder tun sollte. Also ich meine, ich will jetzt niemand hier zu nahe treten, aber essen müssen Sie schon einmal am Tag, ja.